So, und damit willkommen zurück zu Railway Empire Folge 32. Wir sind in Kapitel 5, Sierra Nevada. In der letzten Folge haben wir in ein paar Industrien investiert, beispielsweise hier in San Francisco, in Sacramento sind wir voll dabei. Da muss ich mal kurz gucken. Okay, wir bräuchten da eigentlich noch mehr Baumwolle. Moment, schon wieder zwei neue Kandidaten, die kaufen wir immer sofort. Wollen wir nach Eugene gehen? Moment, wir gucken mal kurz, wie teuer unsere Konkurrenz ist. 5 Millionen. Los Angeles. Wir versuchen nach Los Angeles zu kommen. Analysten? Moment. Kurs reduzieren bei Murphy. Quatsch, wir wollen einen kleinen Bahnhof. Warum würde jemand mit klarem Verstand hier noch einen Bahnhof bauen? Weil ich's kann. So. Geld. Ach Gott, ist das eine lange Strecke. Oh oh. Nicht so große Brücken bauen. Die sind so teuer. So, kurz schauen, wo wir hinwollen. Ach, da hoch. Oh Gott. Naja, gut. Wir haben angefangen. Wir ziehen es durch. 150. ...170.000. Das können wir uns bald leisten. Ob das ein Fehler war? So bauen. Dann brauchen wir auf jeden Fall Wartungshäuschen dazwischen. Aber wir richten schon mal eine Zuglinie ein. Nur Passagiere und Post. Oh Gott. Ja. Hier setzen wir alles drauf, was wir an Personal machen können, wenn die sich vertragen. Zugbegleiter. Jawohl. Wachmann brauchen wir normal nicht, aber... So, Waggons, Speisewagen, Dienstwagen, Postwagen. Los. Bilanz pro Woche, der macht miese. Egal. Eine fette Streckenerweiterung für uns. Hier kommt ein Wartungsgebäude hin. Versorgungsdinger kommen auch noch irgendwann dazwischen. 310 Miese. Gut, hier habe ich ja dann Wartungstürme. Versorgungsturm. Einer da. Und einer nachher hier. Kurz warten, bis das Geld da ist. ...27, perfekt. So. Gucken wir mal. In Redding, das war zu teuer, glaube ich, dort in die Industrie reinzugehen.
Als nächstes versuchen wir Eugene zu erschließen. Da brauchen wir hier wohl einen Tunnel. Kleiner Bahnhof. Also ich hätte diesen Bahnhof hier ja nicht gebaut. Gucken wir mal, wie teuer uns die Gleise da kommen. So wäre es 1 Million. Zwölftausend, 130, 150, komm, 60, nochmal 180.000. Ja, oh, hier ist wieder Personal. Ich habe nicht aufgepasst, was? Ein Auktionator bei der nächsten Ersteigerung wäre das toll. Wartungsbedarf von Lokomotiven verringern. Perfekt. So. Da. Zufällige Panne. Habe ich hier kein... Ich habe ein Wartungshäuschen hier, oder? Ja. Machen wir noch einen Versorgungsturm dahin. So, was ist hier? Rheinfeld, seine Route aufgrund hoher Steigung hier. Minimale Geschwindigkeit, egal. Landbetrieb oder Mine, so Aktienkurs. Ja. Wir brauchen. Moment. Ich habe es doch nicht nötig, bei dir zu spionieren, aber neugierig bin ich schon. So, hier wird spioniert. In meine Richtung. Nicht schön. Wie sieht's aus? Quartalsgewinn ist nicht so dolle. Braucht jemand Milch? Gucken wir mal. San Francisco. San Francisco braucht Holz. Ist hier ein Holzbetrieb irgendwo unten? Nein. Ich habe nur den von der Schneise. Oh, ein Erfinder. Jawohl, Innovationspunkte. Von der Schneise nach San Francisco. Gucken wir mal. Zuglinie. Mit einem Wachmann. Dienstwagen. So. Stationsvorsteher. Da war er. Moment. Optimiert die Abläufe von allen. Scheiße, ich weiß nicht, wie gut diese Frau ist.
Ach so, hier ist sie doch. Wartungsbedarf, Wartungsdauer. Nee, die lassen wir da. Die lassen wir, die gute Frau. So, unser Geld ist da. Dann können wir die Zuglinie von Eugene nach Gold Beach machen. Nur Passagiere und Post. Unseren Express Zug, Zugbegleiter ohne Aufgabe. Wachmann. Von mir aus. Waggons, Speisewagen, Dienstwagen, Post. Er macht auch leichte Verluste. Wir brauchen mehr Einnahmen. Wenn wir versuchen, hier nach Portland zu kommen. Eugene, Portland. Oder wir tasten uns unten bei unserer Konkurrenz durch. Los Angeles, San Diego. Kleiner Bahnhof. Du hast noch nicht verstanden, dass mein Bahnhof in dieser Stadt ausreicht. Das ist mal eine schön billige Route bauen. Ein Versorgungsturm da rein. Zuglinie. So, Passagiere und Post. Zugbegleiter, nehme dich. Brauchen wir den Wachmann? Speisewagen, Ich habe mir deine Zahlen genauer angeschaut. Grandios, dieser Überschuss kann sich sehen lassen. Aber auch ich habe gute Nachrichten. Meine endlosen Verhandlungen waren endlich erfolgreich. Washington hat endlich zugestimmt. Wir dürfen unser Netz in das Utah-Territorium ausweiten. So Echt? können wir den Promontory Point, unseren Treffpunkt, anschließen. Okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Kurz hier mal zumachen. Das ist ein gemischter Wagen. Wir sparen mal noch ein bisschen. Ach, schlechte Presse. Wer liest denn heutzutage noch Zeitung? So, wir können jetzt hier rein, Carson City. Hier ein Bahnhof. Ja. Oh, hast du dir das auch gut überlegt? Carson City. So. Bloß keine Brücken bauen. Bloß keine Brücken bauen. So. Bauen. Versorgungsturm packen wir mal dahin. So. Zuglinie von Carson nach Redding ist schon gut ausgebucht. Passagiere und Post passt.
Zugbegleiter noch rein. Waggons, Speisewagen, Dienstwagen, Postwagen. Oh, ein Lokführer. Okay. Nehmen wir nicht. Ach komm, bei mir kann dein Mitarbeiter wenigstens noch etwas lernen. So. Mitarbeiter abgeworben, verdammt. So, wir gucken nach den neuen Aufgaben. Sorge in Sacramento für 100.000 Einwohner. Sacramento war hier. 100.000 Einwohner. Okay, das steigt gerade gut. Wie lange Zeit? 67. Okay, da ist noch ein bisschen hin. Kleiner Bahnhof machen wir hier. Durch die Wüste nach Carson City. Durch die Wüste, das sollte ja nicht allzu viel kosten. So, 72.000. Ein Versorgungsturm hierhin. Zuglinie. Carson City. Nur Passagiere und Post. Lokführer. Du hast die erste Expressverbindung zwischen Los Angeles und San Francisco eingerichtet. Die Reisezeit die Westküste hinab hat sich dramatisch verringert. Speisewagen, Dienstwagen, Postwagen. So, dann müssen wir hier mal langsam wieder Wartungsgebäude bauen. So, wir haben Forschungspunkte. Drehgestell. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Egal. So. 100.000 Einwohner in Sacramento. Ich sehe deine Fortschritte, doch ich habe immer noch die Befürchtung, dass wir den Promontory Point nicht rechtzeitig erreichen werden. So, nach Sacramento. Dein Chef ist aber sehr nervös. Ich sehe ja ein, dass euch die Union Pacific Railroad gehörig unter Druck setzt und ihr so schnell wie möglich den Treffpunkt erreichen müsst. Aber zu viel Ärger ist ungesund. Passt. Was gibt hier neues Personal? Stationsvorsteher. Stufe 2, Stufe 1. So. Das dachte ich damals schon. Und nach einigen Jahren hatte ich genug von Chicago. Ich brauchte eine Veränderung. Verkaufte alles an meine Freundin Marion und beschloss, meine Talente anders einzusetzen. Viele reiche Halsabschneider investierten in die Eisenbahn. Also dachte ich, das kann ich auch. Ich habe keine Ahnung, woher dieser Reporter seine Informationen haben könnte. So, billig. Versorgungstürme, einer da. Einer da. Machen wir noch eine Expressroute. So. Korrekt. Lokomotive wählen.
dich. Lokführer war ein neuer da. Zugbegleiter. Wachmann gibt's nicht. Speisewagen, Dienstwagen, Postwagen. Headhunter, jawohl. Zugbegleiter nehmen wir. Ich hätte gerne nochmal einen Lokführer. San Diego. Wollen wir noch nach Yuma uns ausbreiten? Ganz kurz mal Unternehmensgröße gucken. Doc Murphy kostet gar nicht so viel. 4 Millionen. Du solltest dir dringend überlegen, ob du mich weiter provozieren willst. Investieren wir. Oh, Brody ist auch ein. Moment. Ach so, die Folge ist dann mal wieder zu Ende. Ich würde sagen. Na? Erstmal schnell die Auktion noch abwarten. Ich wollte das zwar haben, aber bitte, so. Die nächste Gelegenheit kommt bestimmt. Ende für diese Folge. Tschüss, ciao, bye bye.